Du hast ja, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, auch vorher in verschiedenen Online-Unternehmen gearbeitet, als Angestellter, also eher klassisch. Was war so der Punkt, wo es dir gereicht hat, wo du gesagt hast, so will ich eigentlich nicht weiterarbeiten? Warte mal, ich gebe dir dieses hier. Genau, also ich habe bei StepStone in Düsseldorf angefangen zu arbeiten, das ein Online-Unternehmen ist im Eventmanagement. Und ich war halt wirklich schon immer reisebegeistert seit Anfang 20. Da habe ich meine erste riesig große Weltreise gemacht und dafür auch meinen allerersten Job gekündigt. Und dann war ich halt so angefixt, dass ich einfach mehr wollte. Und die 4 Wochen Urlaub haben mir halt einfach nicht gereicht. So dass irgendwann, ja, bin ich nach Berlin gewechselt in ein anderes Online-Unternehmen. Habe da auch wieder ein paar Jahre gearbeitet, war da auch beruflich ein bisschen in der Welt unterwegs, habe aber irgendwann gesagt, nee, ich muss diese Reiseleidenschaft, die ich habe, irgendwie mit dem Beruf verbinden, das kann so nicht weitergehen. Und dieser Step war ziemlich hart, ich habe lange überlegt, wie machst du das, habe mich auf ein Kreuzfahrtschiff beworben und all so Scherze, bis ich dann irgendwann mit Markus zusammen auf die Idee gekommen bin, ortsunabhängig arbeiten, völlige Freiheit, das schaffst du eigentlich nur, indem du online arbeitest und dann eben Businessmodelle aufziehst, die du von überall auf der Welt durchführen kannst. Und das haben wir halt angefangen und sehr erfolgreich dann hinbekommen. Wenn ihr jetzt nach Südamerika reist, wie muss man sich euren Alltag da vorstellen? Also sitzt ihr in der Hängematte mit dem Laptop auf dem Schoß und genießt den Tag oder habt ihr so Bürophasen, wo ihr dann sagt, jetzt müssen wir mal was arbeiten oder wie läuft das ab oder ist das total unsystematisch und mal so, mal so? Ganz ehrlich, haben wir eigentlich ziemlich selten geregelten Alltag oder Arbeitsablauf. Das ist mehr oder weniger Freestyle, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ob wir jetzt hier in Berlin in unserer sogenannten Homebase sind. Hier sind wir meistens im Sommer, die paar Monate, wo es hier schön ist und im Winter geht es dann meistens irgendwo in wärmere Gefilde. Und wenn man neu in Land kommt, wie jetzt nach Brasilien, wenn wir Ende Oktober fliegen, dann geht es erstmal darum, sein Setting wieder aufzubauen, zu gucken, wie setze ich meine Umgebung auf, dass ich online gehen kann, wo immer ich auch bin. Heißt, ich besorge mir eine lokale SIM-Karte, gucke, wo kann man arbeiten, in welcher Zeitzone bin ich, wie setze ich dann entsprechend die Skype-Calls mit den Kunden auf. Aber im Großen und Ganzen gibt's irgendwie keinen Tag, der so wie jeder andere ist. Also es ist immer wieder neu und auch immer wieder davon geprägt, welche Projekte gerade anstehen, was passiert ist. Wie du gerade erwähnt hattest, haben wir die digitale Nomadenkonferenz, die DNX, ins Leben gerufen. Die ist jetzt letzte Woche Samstag das zweite Mal gelaufen in Berlin, im Babylon, mit über 350 Teilnehmern. Also wir haben eine riesen Awareness für das Thema. Die Medien sind mega keen und hot auf das Thema, reißen sich um Leute, die auf der Konferenz gewesen sind oder die was verändern wollen. Und das wirkt gerade alles noch ein bisschen nach, gerade auch die ganze Aufmerksamkeit und das, was die Leute von einem dann haben wollen. Von daher sind wir da gerade am gucken, was machen wir mit der DNX, wie geht es da weiter, aber auch, was sind die nächsten Steps in unseren ganzen anderen Online-Businesses? Als ich mich entschieden habe, also auch irgendwie diese ortsunabhängige und Lifestyle-Entrepreneurship-Leben zu versuchen zu bekommen für mich selber. Ich habe sofort gemerkt, hey, ich brauche eine Umgebung, wo ich andere Leute als Vorbilder habe, die mich weiter pushen können. Also Leute, die schon Erfolg in diesem Bereich haben. Also deshalb habe ich sofort angefangen, Communities aufzubauen. Und jetzt jeden Monat organisiere ich die 4-Hour Workweek Meetup hier in Berlin. Hat sehr viel mit Lifestyle-Entrepreneurship zu tun. Wir bringen jeden Monat ein paar Speakers auf die Bühne, die von ihrer eigenen Erfahrung etwas mitteilen können, zum Thema wie Bootstrapping, wie Outsourcing, wie Automatisierung von Businesses. Und da beschäftige ich mich. Ich bin auch dabei, ich habe auch ein kleines Projekt, um Mastermind-Gruppen aufzubauen. Also wenn ihr Interesse daran habt, also selber in diese Lifestyle-Entrepreneurship zu kommen. Also wenn man jeden Monat zum Beispiel mit anderen Entrepreneurs trifft, da kann man sich ganz gut pushen, um weiterzukommen und weiter inspirieren zu lassen und dran zu bleiben. Wie kann ich einerseits meine Ideen ausleben, aber andererseits mir auch ein sicheres Auskommen damit erschaffen? Wie schaffst du das? Also wie kannst du Freiheit und Sicherheit unter einen Hut kriegen? Wie muss man sich das in deinem Alltag vorstellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen, als ich hier eingeladen wurde, weil so Lifestyle-Entrepreneurship, das ist mir ein ziemlich fremder Begriff. Ich versuche eigentlich eher so Wirtschaft ein bisschen menschlicher zu machen und zu entschleunigen und ohne Werbung zu arbeiten und mit eben nicht zu skalieren auf Teufel komm raus
und zu regionalisieren auch, weil ich glaube, dass wir irgendwie ein bisschen umdenken müssen, weil wir sonst den Planeten kaputt machen, um mal ganz hart anzufangen. Bei mir sieht das so aus, dass ich ein Getränk organisiere mit 1650 gewerblichen Partnern und einigen 10.000 Endkunden. Alle können gleichberechtigt mitreden per Konsensdemokratie, das heißt ein Veto reicht, um eine Entscheidung zu blockieren. Und das klingt erstmal völlig unmöglich und das mache ich seit bald 13 Jahren. Und das ist nicht nur eine sehr große Sicherheit, glaube ich, über ein soziales Netzwerk aus Menschen, die freiwillig mitarbeiten. Vertragsbindung gibt es auch nicht. Es ist auch sehr frei. Ich kann arbeiten, wo ich will, wann ich will, kann aussehen, wie ich will dabei, kann sagen, was ich denke. Und es ist noch mehr, nämlich es ist auch sehr spaßig, weil wir das BWL-Buch irgendwie umschreiben. Wir wollen zum Beispiel keine Gewinne machen, machen keine Werbung, machen Antimengenrabatte für kleine Händler statt für die großen und lauter so Spaß. Also sind die Leute sofort darauf angesprungen? Haben die sofort verstanden? Oder wenn du mit neuen Abnehmern oder Händlern sprichst, verstehen die sofort, worum es dir geht? Also das Konzept, so wie es heute sich entwickelt hat, heißt Betriebssystem und ist das Ergebnis von bald 13 Jahren gemeinsamer Arbeit. Das heißt, wir selber verstehen es an manchen Ecken gar nicht. Und mit neuen Partnern ist es oft so, dass die einsteigen über die realen Parameter, also Preise, Liefergebiete, Rücknahmegarantien, Zahlungsausfallgarantien, solche Geschichten. Das muss erstmal überzeugen, obwohl wir in deren Wahrnehmung oft so ein bisschen die Spinner sind, ne? Wenn wir Antimengenrabatt auf den Tisch bringen und so Sachen. Und dann vergeht eine gewisse Zeit, in der das funktionieren muss. Also Lieferung muss klappen, die Abrechnung muss stimmen, Flaschen müssen sauber sein und sowas. Und dann macht es irgendwann Klick, weil da was fehlt, nämlich diese ganze Anstrengung vom normalen Markt. Jahresgespräche, Preisdruck, durch den Markt unter Druck geraten, irgendwie Stress, Vertrag lesen, unterschreiben und so weiter. Das haben wir alles nicht. Und dann irgendwann so nach 2 Jahren, nicht bei allen, bei vielen macht es dann richtig Klick. Das ist ja angenehmer, so zu arbeiten. Menschlicher, stressfreier, viel weniger Aufwand, viel weniger Ärger. Ich persönlich zum Beispiel habe sehr viel zu tun, das will ich nicht verschweigen, aber ich habe zum Beispiel nicht einen einzigen Rechtsstreit gehabt in bald 13 Jahren. Das heißt, ich habe einen sehr entspannten Job, könnte man sagen. Und wenn das rüberkommt, dass eine Miteinanderwirtschaft für alle angenehmer ist, dann haben wir sie. Dann müssen wir nichts mehr machen, dann fangen die an, bei sich wiederum Dinge zu ändern. Also generell versuchen wir die Anzahl der Kunden zu reduzieren, also lieber wenige große Kunden anstatt viele kleine. Das ist schon mal eine sehr gute Sache und wir haben, wie gesagt, mehrere Projekte laufen und unser Ziel ist es, langfristig halt passives Einkommen zu machen, also ganz von Kunden wegzukommen. Wir haben auch schon teilweise Projekte, die eben so laufen, wie beispielsweise über Affiliate-Marketing-Einnahmen und so weiter, auch mein Travel-Blog. Das ist die zweite Sache. Aber zum Beispiel, man kann sich halt auch wir haben eine Telefonnummer von Zipgate, da haben wir was draufgesprochen. Wenn jetzt wirklich mal jemand anruft, während wir gerade im Flugzeug sitzen, spricht er drauf und wir rufen sofort danach zurück. Also wir holen die Leute schon irgendwie ab und wir kommunizieren von Anfang an auch auf unserer Website, dass wir unterwegs sind. Also wenn man mit uns zusammenarbeitet, muss man akzeptieren, dass wir unterwegs sind und es gibt ziemlich viele Leute, die das auch cool finden. Und wenn man overdelivert, also wirklich super Arbeit abliefert, verlieren die auch die Angst davor, mit dir zusammenzuarbeiten, obwohl du in Brasilien sitzt. Und ja, das sind so die Tipps. Gibt es neben Skype, neben solchen Geschichten wie Zipgate, gibt es da irgendwie noch andere Dinge, die man sich in der digitalen Welt zunutze machen kann, um eben aus der Ferne zu arbeiten? Also macht ihr eure Steuererklärung selbst oder lasst ihr das von irgendjemandem machen, dem ihr nur die Daten schickt? Was gibt es noch für Tools, die ich benutzen kann, um sozusagen mein Leben in der Ferne zu leben und hier trotzdem meine Pflichten zu erfüllen? Ja, absolut. Also es gibt richtig viele gute Tools und es werden immer mehr. Also es geht gerade erst los, diese ganze Bewegung. Es kommt gerade in Deutschland an, in Amerika gibt es das schon ein bisschen länger, von daher gibt es schon gute Tools auf dem Markt, es werden immer mehr und das Geile ist, die meisten Tools sind auch kostenlos. Also wenn du mit Kunden zusammenarbeitest, die irgendwo in Hamburg sitzen oder in Belize oder in Koda in den Philippinen oder in Indien oder wir haben eine Texterin in Pakistan, also überall auf der Welt verteilt ist auch unser Freelancer-Netzwerk, dann arbeiten wir meistens mit Google Docs gemeinsam an Dokumenten oder über die Dropbox scheren wir uns die Sachen. Unsere haptische Post, die wird weitergeleitet an ein Scan-Zentrum hier in Berlin. Da gibt es einen Dienst, der heißt DropScan. Die scannen unsere Post ein und wir können entscheiden, okay, bitte öffne den Brief und du kriegst dann direkt per E-Mail quasi, wo immer du auch bist, deine Post zugestellt. Das ist also auch kein Problem. Es gibt PamFax, darüber kannst du Faxe versenden von überall mit deutscher Absenderkennung, wenn das sein muss. Du kannst Briefe verschicken über E-Brief. Also es gibt mega viele Sachen. Ich glaube, Steuern hast du gerade noch gefragt. Das ganze Rechnungswesen mache ich mit Fastbill, wo man Steuerberaterzugang anlegen kann. Also ich habe glücklicherweise einen guten deutschen Steuerberater.
um da den Kopf frei zu halten. Das ist also kein Thema mehr, von überall auf der Welt arbeiten zu können. Und gerade auch in den weiteren entfernt liegenden Gegenden. Feli und ich sind gerne am Strand unterwegs oder gehen gerne tauchen oder sind auf kleinen Inseln, wie zum Beispiel Belize, wo wir die DNX gelauncht haben. Selbst da wird das Internet immer besser ausgebaut und man holt sich dann eine SIM-Karte mit einer Datenflat, legt die in sein iPhone und macht darüber einen Hotspot, um dann an seinem Laptop arbeiten zu können, und es funktioniert alles. Ich spiele den Ball mal weiter zu Uwe. Du hast ja angefangen mit Premium Cola auch gar nicht mit der Idee unbedingt, da so eine Art Unternehmen oder Organisation drum zu bauen. Also wie war das bei dir? Wie bist du letztendlich dazu gekommen, da auch deinen Lebensunterhalt mit zu sichern? War das auch sehr viel Trial and Error? Also der Zünder bei dem Ganzen war eigentlich die Unzufriedenheit über einen vorhandenen Cola-Hersteller, der heimlich ein Rezept ändert, das heißt, er die Kunden von oben herab behandelt. Das war so eine Grundidee, die ich nur hatte, mir gefällt die normale Wirtschaft nicht. Das war es eigentlich schon. Und dann habe ich durch Zufall das selber angefangen, die ersten 5 Jahre als Hobby so betrieben. Ich hatte eine eigene Cola, hat ja sonst niemand. Und habe dann irgendwann überlegt, okay, das könnte auch mal ein Unternehmen werden, und habe es gezielt dann auch dahin entwickelt. Aber die Art und Weise ist, glaube ich, entscheidend. Ich habe vom ersten Tag an versucht, mit jedem Beteiligten, der irgendwie betroffen ist, von der Entscheidung, die das Unternehmen trifft, zu reden und einen Konsens zu finden über diese Entscheidung. Und dabei kannst du natürlich sehr viel lernen und kannst eine bessere Entscheidung treffen, glaube ich, als das jemals alleine möglich ist. Du kannst dadurch so ein bisschen die Gründung vermeiden, also irgendwie nebenberuflich Schritt für Schritt über die Zeit aufbauen und nicht das Risiko an den Anfang bündeln, wo du noch gar keine Ahnung und kein Netzwerk und keine Ressourcen hast. Und das habe ich definitiv so gemacht und glaube, also auch vom Gefühl her einfach nur, auch ohne Kredit und so weiter, einfach möglichst druckfrei, damit das reifen kann. Und ich habe insgesamt 13 andere Gründungen begleitet über die Zeit. 8 davon haben gegründet und die haben alle 8 überlebt. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass sie es auch langsam gemacht haben. Kannst du konkret sagen, was das, also an einem Beispiel erklären, wie ihr das gemacht habt? Was hattet ihr für ein Produkt und wo habt ihr gesagt, das hauen wir jetzt erstmal so raus und gucken mal, was passiert? Ja, beispielsweise jetzt bei der DNX Global. Wir haben jetzt die DNX zweimal schon erfolgreich in Berlin gemacht und es haben uns immer mehr Leute dann angesprochen, ob wir das nicht mal international machen wollen oder für englischsprachige Leute, weil die mitgekriegt haben, was da für eine Stimmung herrscht und mit was für einer Power und Energie dann die Leute aus dieser Konferenz rausgegangen sind. Und haben gesagt, okay, ist eine gute Idee, aber wissen nicht, ob es funktioniert, wir wissen auch gar nicht wo, und haben dann angefangen, mit ersten Partnern zu sprechen, also mit Beta House oder Eliane's Ordesk, die mehr oder weniger da auch dazugehören zu unserer Bewegung, und haben einfach nur eine Landingpage aufgestellt, die ist immer noch live, dnx-global.com, und haben geguckt, ob sich da Leute dann subscriben. Und jetzt haben wir, glaube ich, 50 oder 60 Subscriber und haben gesagt, okay, lass uns das angehen und gucken, ob wir die jetzt in Barcelona oder Berlin machen. Aber hätten wir jetzt keine Subscriber bekommen, hätten wir es auch nicht gemacht. Ja, genau. Und die Erfahrungen haben wir gleichzeitig auch mit meinem Blog gemacht. Also, dass es halt immer super wichtig ist, sich erstmal dass eine Strategie sein kann, sich erst eine Zielgruppe aufzubauen und dann diese zu befragen und für die richtigen Produkte zu machen. Und beispielsweise habe ich bei Travelicia, bei meinem Blog, tausende von Newsletter-Subscribern und habe jetzt letztens mal gefragt, hier, ich möchte ein E-Book schreiben, welches wollt ihr denn? Und habe 4 zur Auswahl gegeben und da ist was völlig anderes rausgekommen, als ich dachte. Wenn ich jetzt einfach das gemacht hätte, was ich will und gesagt habe, hier ist das E-Book, hätte das vielleicht keinen Menschen interessiert, und so kann ich das für die Zielgruppe bauen und die auch an der Entstehung teilhaben lassen. Und sobald man das macht, wird das auf jeden Fall erfolgreich. Aber das Schwierige ist natürlich, online erstmal die Zielgruppe aufzubauen. Das kann man durch einen Blog machen oder halt durch andere Online-Marketing-Maßnahmen, auch vielleicht auch bezahlt, wie Google AdWords oder so, sein Projekt erstmal zu testen, die Zielgruppe zu befragen und daraus dann halt weiter zu agieren. Auf was Feli und ich verzichtet haben, als wir beide den Job gekündigt haben, war die klassische Unternehmerkarriere und das viele Geld, irgendwie das Einkommen, was wir hatten. Wir haben ja quasi wieder bei Null begonnen und gesagt, das ist irgendwie nicht unser Style. Es passt nicht, es geht einfach nicht mehr. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und ansonsten leben wir sehr minimalistisch. Also wir haben nicht viele Klamotten, weil wir eh viel unterwegs sind mit dem Backpack. Unser ganzer Besitz sind jetzt noch 4 IKEA-Tüten. Und ihr habt auch keine Wohnung, sagen wir mal, eine, in der ihr immer wieder wohnt, wenn ihr hier in Berlin seid, richtig? Nee, wir haben auch keine feste Wohnung mehr. Wenn wir in Berlin sind, wohnen wir nur zur Untermiete und hoppen dann durch die verschiedenen Kieze. Jetzt sind wir gerade irgendwo in Kreuzberg unten am Paul-Linke-Ufer. Insofern, uns beide macht das sehr frei und kreativ, wenn man den ganzen Ballast abwirft. Und der Start in unser digitales Nomadenleben war dann auch so, dass wir erstmal alle Verträge überprüft haben und Versicherungen. Und was hat man da überhaupt alles laufen an monatlichen Kosten, und braucht man das alles? Und
ja, das hat uns dann sehr geholfen für den Start, gerade auch die Kosten zu senken. Und generell, wenn man im Ausland ist, wird man halt auch viel lockerer durch die ganze Umgebung. Da traut man sich viel mehr zu, da haut man einfach mal irgendwelche Sachen raus und guckt, ob es funktioniert. Also das ist auch ein echt guter Tipp, finde ich, wenn man so das Gefühl hat, stuck zu sein, so einfach mal ein paar Wochen oder Monate nach Thailand zu fahren, vielleicht mit Gesparten oder so, und sich da mit anderen Online-Unternehmer zu connecten. Es gibt nämlich weltweit super viele Hotspots, wo genau diese Leute sind, die arbeiten, und auch viele Amis, also es ist eine internationale Szene. Und wenn man da hingeht und sich connectet und dann mal ein bisschen frei macht von Deutschland, dann kommt man auf die besten Ideen. Also wir haben bestimmt eine Liste von 15 Ideen, die wir gar nicht mehr umsetzen können, in dem ganzen Leben wahrscheinlich. Weil ja, dann kommt man von eins auf an aufs nächste und immer weiter. Ist das für euch so ein Modell, das auch ganz dauerhaft funktionieren kann und soll? Also es gibt ja viele Leute, die bauen Startups auf, um sie hinterher zu verkaufen und dann selber Investor zu werden. Auf jeden Fall immer, um sich weiterzuentwickeln. Ist das Modell, das ihr gefunden habt, eins, das ihr auch wirklich bis in alle Tage so weitermachen wollt? Das ist so eine typisch deutsche Frage halt, so wie lange macht ihr das denn? Keine Ahnung, so lange, wie wir Lust haben. Ja, da legen wir uns überhaupt nicht fest. Und gucken einfach, was passiert. Wenn wir in einem Jahr keinen Bock mehr haben, oder also mein Traum wäre vielleicht auch irgendwann auf 5-Jahres-Sicht oder so mal einen Coworking-Space im Ausland aufzumachen, vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten, dass man nicht nonstop da sein muss und immer noch reisen kann. Also keine Ahnung, mal gucken. Die anderen dazu, seht ihr es genauso oder? Also ich tue relativ viel dafür, dass das Projekt Premium von mir operativ unabhängig ist, weil das sonst auch ein Risikofaktor wäre. Also ich glaube auch daran, dass es schlau ist, viele kleine Kunden zu haben und nicht nur wenige große zum Beispiel. Aber ganz wird das hoffentlich nie sein, hoffe ich, weil es mir dann vielleicht doch am besten gelingt, die vorhandenen Partner so zu moderieren, dass die am zufriedensten sind. Und das ist so ein bisschen meine Jobversicherung. Aber das heißt ja nicht, dass ich nur diesen Job machen muss. Es gibt ein größeres Projekt mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, was gerade genehmigt ist. Da kann ich noch nichts Genaues drüber sagen, aber das ist zum Beispiel ein weiteres Spielfeld. Ich hätte auch total Bock, einen Tag pro Woche als Lokführer zu arbeiten, weil ich halt viel Bahn fahre. Also ich lege mich da auch nicht so fest und weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Muss ich aber auch nicht festlegen. Wenn man so arbeiten will, für jeden offen zu sein, muss man irgendwo auch wieder dicht sein. Und das Zweite ist, wir sind ziemlich erfolgreich damit, glaube ich, kollektive oder andersrum Entscheidungen zu kollektivisieren. Aber Arbeit zu kollektivisieren ist nicht so einfach. Da sind doch viele Menschen immer noch auf dem Standpunkt, dass sie gerne einen Ablaufplan hätten, den sie dann abarbeiten wollen. Und das kann ich aber erstmal nicht ändern, sondern nur versuchen, mit denen gemeinsam das zu entwickeln. Aber das nervt schon oft. Also wie erwirtschaftet ihr das Geld über eure Projekte, das ihr dann zum Beispiel für die Reisen braucht? Genau, also wie gesagt, haben wir angefangen zu freelancen mit Website-Erstellung und Online-Marketing-Consulting. Das haben wir irgendwann skaliert, indem wir zwar immer noch Ansprechpartner für die Kunden sind, aber Teile outgesourced haben. Also das läuft über verschiedene Freelancer, die uns zuarbeiten quasi. Und der Blog, der hat auch verschiedene Einnahmequellen. Also wir haben relativ viel Traffic, also Website-Besucher. Und wir verdienen da einmal durch Affiliate-Marketing. Da gibt es die verschiedensten Affiliate-Programme. Das bekannteste ist halt Amazon. Was weiß ich, die DKB-Kreditkarte oder ein Rucksack bei Globetrotter. Wir sind bei ganz vielen zum Blog passenden Affiliate-Programmen angemeldet. Da verdienen wir auch relativ gut drüber, also ist auch sehr konstant die Einnahmen. Dann arbeiten wir teilweise mit Firmen zusammen, also Advertorials, wo wir auch sagen, die passen zu unserer Vision und zu unserem Blog, machen Kooperationen mit denen. Es kann auch manchmal unentgeltlich sein, zum Beispiel unser Flug nach Brasilien ist von Condor gesponsert. Oder es sind halt bezahlte Advertorials. Wir haben auch schon Videos von Destinations, wo wir gerade unterwegs waren, gedreht für Unternehmen oder Firmen. Also die Liste ist noch viel länger. Ich habe ein Media-Kit auf meiner Seite, da kann man auch so ein bisschen sehen, was wir alles anbieten. Also kommt auch immer auf das Unternehmen an. Wir achten aber halt immer drauf, dass es passt, weil als Blogger musst du halt echt authentisch sein, sonst passt das auch nicht mehr mit deinen Lesern. Also die Frage bezieht sich auf das Buch 4-Hour Workweek von Tim Ferriss, und es geht darum, gibt es hier Ansätze, das sozusagen umzusetzen, was automatisiertes Einkommen angeht oder Gründen mit Komponenten. Was ist eure Meinung dazu? Also ich persönlich würde ein automatisiertes Einkommen in erster Linie für unsozial halten, weil irgendjemand anders muss dann doch die Arbeit machen und das ist dann ungleich verteilt. Wenn irgendwo jemand die Zuckerrohrkisten schleppt und du sozusagen durch ein schlaues Geschäftsmodell Geld verdienst, ohne was dafür zu tun, das würde ich persönlich als unsozial ansehen und arbeite deswegen auch nicht darauf hin. Wenn weniger gearbeitet werden soll, da bin ich sehr dafür, dass alle weniger arbeiten sollten, dann bitte für alle. Oder
oder Marc? Ja, also unser Ziel ist auf jeden Fall Smart Passive Income aufzubauen und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Du hast wahrscheinlich dann beide Bücher gelesen von Günther Faltin und auch von Tim Ferriss, was sich ja auch in vielen Bereichen deckt. Und ein Ansatz ist das Affiliate Marketing, was sehr gut funktioniert über den Reiseblog Travelisha. Da muss man natürlich immer gucken, dass der Traffic immer noch getargetet ist und aufrecht bleibt. Ja, oder man schreibt Infoprodukte oder E-Books, die sich dann halt auch immer weiter verkaufen über die Dauer der Zeit. Das heißt, du hast einmal ein größeres Investment in dieses Buch und kannst im besten Fall dann langfristig davon leben. Also ich glaube, das Ziel ist halt, das auf mehrere Säulen zu verteilen und nicht auf ein Business voll zu fokussieren und da auch das ganze Risiko zu tragen, sondern immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Wie Feli gerade sagte, haben wir ziemlich viel ausprobiert. Als wir dann aus der Festanstellung raus waren, das ist quasi so explodiert, unser Ideenfeuerwerk, und haben auch alles erstmal gestartet, haben dann auch ein paar Sachen wieder eingestellt. Aber sind motiviert wie noch nie und das sollte auch nie aufhören als Unternehmer. Max? Ja, ich würde auch gerne dazufügen, also du hast wahrscheinlich dieses Buch von Tim Ferriss gelesen und ich will nur bemerken, dass er hat vor, er dieses passives Einkommen gehabt hat für sein Produkt, er hat erstens 1,5 Jahre 80 Stunden pro Woche eingesteckt. Also dieses passives Einkommen ist nicht ohne viele Mühe voran. Und dann dieses ganze Geschäft, also vielleicht für ein paar Jahre, vielleicht hast du ein Produkt, wo du vielleicht ein bisschen passives Einkommen haben kannst, vielleicht durch deine, ja, du verkaufst deine Pulver oder du verkaufst deine E-Book, aber das, normalerweise diese Produkte sind nicht super langfristig da, also für eine gewisse Zeit sind sie relevant und dann muss man etwas Neues entwickeln. Also es gibt immer super viel Aufwand am Anfang und so zu denken, dass hey, ich kann von einem Tag bis zum anderen passives Einkommen bekommen, wenn ich nur ein paar Wörter auf eine Blatt schreibe und dann ein bisschen Marketing machen, das ist nicht so einfach. Also um diese Liste zu bekommen von Kunden und dann gute SEO und alles, also das braucht schon Zeit. Dieses ganze Thema Lifestyle, Entrepreneurship, Smart Passive Income, das hört sich super geil an für viele Leute und denke, okay, ich habe einmal eine coole Idee, starte die und dann bin ich safe und mache mir ein schönes Leben. Also das ganze im Gegenteil, es ist harte Arbeit von morgens bis abends und man arbeitet, glaube ich, mehr und länger und intensiver, als wenn man angestellt ist. Es ist nichts anderes als in Selbstständigkeit. Und das hört auch nie auf. Also man muss schon richtig Bock auf den Lifestyle haben, man muss 100% den Lifestyle wollen. Gerade in Deutschland ist es nicht immer leicht, nonkonform zu sein und einen anderen Weg zu gehen. Und von daher ist es auch so immens wichtig, ein Netzwerk aufzubauen mit Gleichgesinnten, wie Max das mit seiner Community macht, mit dem 4-Hour-Workweek-Meetup hier in Berlin oder wir mit der DNX jetzt die Plattform geschaffen haben. Das ist nämlich mega wichtig, dass man das korrekte Mindset dafür hat und sich davon nicht abbringen lässt. Also erstmal glaube ich, dass es schon sinnvoll ist, Wissen zu teilen. Also da wäre ich bei dir. Ich würde da meinen Kurs hochladen. Aber ich würde ihn dann nicht bepreisen, weil ich gerne an Open Source glaube. Also das Wissen eigentlich so frei wie möglich sein sollte, weil das eine ganz wesentliche Ressource ist. Und weil das nicht weniger wird, wenn du es teilst, sondern eher mehr. Das an sich rausgeben klingt erstmal wie ein Verlust. Also ich habe ja sogar anderen Gründern kostenlos geholfen. Cola- und Bierherstellern, also der Konkurrenz könnte man sagen. Aber die sind jetzt dadurch zu Partnern geworden, mit denen wir gemeinsam Logistik machen, Informationen austauschen, Lehrgut uns teilen können und so weiter. Das heißt, ich glaube an dieses Altmodische, dass man sich immer im Leben zweimal sieht und wenn man nett ist und seine Sachen teilt, dann wird auch mit dir geteilt werden. Und wenn ich jetzt überlege, ich würde irgendwie Lehrgut brauchen oder brauche eine Information von irgendwem oder ich muss eine Logistik bauen, dann weiß ich 10 Leute, die ich anrufen kann. Also ich glaube, wenn man was gibt, kriegt man auch sehr viel zurück. Aber das ist ja zum Beispiel beim Bloggen nichts anderes. Ich gebe frei meine ganzen Tipps auf der kompletten Plattform raus. Also man steckt ja super viel Arbeit da rein, die Sachen zu recherchieren oder die man halt selber erlebt hat und weiterzugeben. Die Leute haben alles for free im Netz. Und wenn einer mein E-Book kaufen will, kauft das. Wenn einer es nicht kaufen will, kauft es nicht. Also Bloggen ist schon sehr viel Giving, auch gerade die ganzen ersten Jahre. Und du, ich meine, du musst ja auch irgendwo von leben, sonst könntest du das ja auch nicht machen. Also man muss ja schon irgendwie was verdienen und das finde ich nicht verwerflich. Du investierst ja auch in Startups über Crowdfunding. Ist das auch eine Idee, das zu tun oder ist das eher so ein bisschen rumexperimentieren? Ja, das geht mehr so in die Richtung rumexperimentieren. Ich mache so Micro-Crowdfunding über Seedmatch oder die anderen Plattformen für einen kleinen Geldbetrag. Mir geht es eher darum, gerade am Anfang von meiner unternehmerischen Karriere Insights in andere Startups zu kriegen. Und insofern kommt man dann an die Bilanzen ran, an die Businesspläne, an die Quartalsberichte, Quarterly Reports.
Und das war eigentlich so der Gedanke dahinter. Also generell, also wir sind jetzt schon so viel gereist, dass man halt auch irgendwann ruhiger wird und einfach länger an einem Ort bleibt. Und wir suchen uns halt immer eine Homebase, also im Ausland, wo wir dann wirklich auch nicht in ein Hostel oder so gehen, sondern uns ein Apartment suchen, long term. Und von der Basis aus hast du ja dann einmal einen neuen Radius, um am Wochenende Ausflüge zu machen und so weiter. Oder mal eine Woche irgendwo auf eine Insel zu fahren. Also es ist mehr im Ausland leben als mit Backpacking vergleichbar, weil sonst bist du auch nicht produktiv. Wir wirklich einen Coworking-Space zu suchen, dich auch im Ausland mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Und ja, wir fliegen zwar jetzt nach Brasilien, werden dann aber weiter nach Kolumbien, nach Medellin fahren. Das ist zum Beispiel auch ein Digital Nomad Hotspot, wo sehr viele andere sind und wo wir dann unsere Base aufbauen, auch Sport machen, selber kochen. Also es ist einfach mehr im Ausland leben als nonstop reisen. Ja, mein Traum ist auch irgendwie weiter Community aufzubauen und dann, ja, die Fantasie wäre irgendwo auf einer Insel auch so etwas Ähnliches wie ein Coworking zu haben, wo Unternehmen kommen können und mal schauen, wie sie ihre Businesses zum nächsten Level bringen können. Das finde ich super spannend, dieses Konzept von Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung und ja. Ja, super. Vielen Dank. Also ich danke euch vielen für diese Runde. Applaus